Konka, zum Einstieg erstmal eine persönliche Frage. Warum hast du dich für das Psychologiestudium entschieden? Was war da so der Grund? Der Grund war, dass ich das so gespürt habe. Ich habe mich für drei andere Fächer angemeldet, für Politikwissenschaften, Jura und Psychologie. Und ich habe mich einfach gespürmäßig direkt in Psychologie gerichtet. Okay. Und dann hast du hier in Frankfurt angefangen mit dem Bachelor in Psychologie. Wie genau ist denn so ein Bachelor in Psychologie aufgebaut? Kannst du da so ein paar Informationen zu geben? Also die Psychologiestudium ist so aufgebaut, dass wir im Bachelor erstmal viel Basics studieren haben. Wir haben auch Einführung in die Psychologie und die Geschichte. Wir haben auch Biologie und es ist auch sehr statistiklastig. Im zweiten, dritten und vierten Semester können wir ungefähr circa fünf Fächer eins auswählen und langsam vertiefen, und im fünften, sechsten Semester können wir aus drei Anwendungsfächer, wie zum Beispiel pädagogische Psychologie, klinische Psychologie und Arbeits- und Organisationspsychologie, können auch da zwei Seminare auswählen und die eben vertiefen. Okay, und das ist dann quasi wirklich so die Studienvertiefung. Genau, das ist, man spezialisiert nicht so viel in dem Bachelor, es kommt später im Master erstmal. Wie lange geht der Bachelor? Ist das Regelstudienzeit drei Jahre? Richtig. Okay. Und könntest du vielleicht so sagen, wenn man jetzt denkt, okay, ich bin gerade in der Schule und ich überlege mir, Psychologie zu studieren, gibt es da irgendwie so ein Schulfach, in dem man besonders gut sein sollte, oder kann man das nicht so verallgemeinern? Also wenn man zum Beispiel anschaut, es ist sehr wichtig eigentlich die Mathe. Das denkt man ja eigentlich gar nicht. Ja, ich war, woran liegt denn das? Genau, also, weil es eben so viel Statistik gibt. Genau. Aber es ist auf jeden Fall machbar, man soll sich nicht davon abschrecken lassen. Okay. Man sollte eigentlich gut in allen Fächern sein, weil die Abi, also Abi-Note ist sehr wichtig. Es liegt 1,3 in Frankfurt, soweit ich weiß, letztens. Und leider, ja. Ja. Okay, und wenn du dich jetzt mal nochmal so zurückerinnerst vor deinem Psychologiestudium, was du da so für Erwartungen an das Psychologiestudium hattest und wie es dann im Endeffekt war. Gibt es da ein paar Dinge, wo du dachtest, die ganz anders wären, als sie dann tatsächlich sind? Ich hatte keine Erwartungen und ich glaube, das war schon mal gut, weil ich von vielen anderen Freunden gehört habe, dass die ein bisschen enttäuscht sind, dass es einfach so viel Statistik da ist und der Mensch eher sehr eindimensional angesehen würde und anhand vieler wissenschaftlicher Studien, man wird sehr verallgemeinert und das war, glaube ich, bei mir nicht der Fall. Ich habe ein bisschen auch weniger Statistik erwartet, muss ich sagen. Es war aber mehr. Jetzt ist also Statistik schon ziemlich dominant. Kannst du da vielleicht so mal ein bisschen, nur so ein bisschen was zu sagen? Also warum braucht man in Psychologie überhaupt so viel Statistik? Es baut alles auf. Ich brauche zum Beispiel das auch für meine Bachelorarbeit am Ende und auch für meine Masterarbeit, weil es ja eine Forschungsfrage ist zum Beispiel. Ich glaube auch, weil man später auch in der Forschung arbeiten kann und Statistik ein sehr, sehr wichtiger Teil davon ist. Also man lernt jetzt nicht unbedingt im Studium beispielsweise irgendwelche Geheimtricks, wie man jemanden so hypnotisieren kann oder so. Das kommt in der Therapieausbildung, die eben dann später nach dem Master kommt leider. Also zuerst ist der... Also das Studium ist schon eher trocken. Trocken, genau. Okay, also nicht so viel so... Du kannst mich jetzt nicht so wie ein offenes Buch schon lesen, quasi. Nein, viele denken das, aber ja, nee, das kommt. Okay, also in erster Linie Statistik, Mathe und dann halt aber noch so ein paar biologische Fächer. Biologische ist sehr wichtig, ja, genau. Okay. Die Grundlagen zum Beispiel. Wie sieht es denn aus nach dem Psychologiestudium? Also ich weiß, in Psychologie ist der Master enorm wichtig. Ja. Ist das so, um mit Psychologie einen guten Job zu bekommen, oder ist das eher so Hörensagen? Genau, also nur mit Bachelor ist schwer einen Job zu finden, dann die Chancen natürlich erhöhen sich mit dem Master und Masterplatz zu bekommen ist nicht so leicht. Und woran liegt das? Weil es viel weniger Masterplätze gibt als Bachelorplätze, oder? Genau, das auch. Aber jetzt demnächst wird auch ein neuer Master hinzugefügt, und zwar der Master in psychologische Therapie. Okay. Und den könnte man dann theoretisch ebenfalls machen nach seinem Psychologie-Bachelor. Genau. Demnächst. Okay. Und jetzt weiß man nicht, wie die NC ausfallen würde. Genau. Okay. Und bei diesen Psychologie-Mastern, heißen die dann allgemein immer nur Psychologie
Oder ist es dann automatisch immer schon eine gewisse Vertiefung in dem Master? Es ist eine gewisse Vertiefung, genau. Okay. Also man muss sich auswählen. In Frankfurt ist es so, dass du zum Beispiel aus zwei Anwendungsfächer auswählen kannst. Mhm. Und das heißt Major und Minor. Ich habe zum Beispiel meinen Major in klinische Psychologie und meinen Minor in Arbeits- und Organisationspsychologie. Und das heißt, ich habe aber mehr Seminare und Vorlesungen von klinischer Psychologie und weniger in Arbeits- und Organisationspsychologie. Okay. Aber kann nach meinem Master auch in der Richtung Wirtschaftspsychologie gehen. Okay.